Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute die Limited Edition für Weihnachten von Catrice für euch. Ich werde alle Produkte mit euch besprechen. Ich habe sie auch richtig schön im Close-up für euch mit allen Preisen, alle Infos, die ihr braucht. Und ich habe richtig Lust. Ich muss sagen, dass ich immer so ein bisschen unsicher bin, ob mir gerade auch Catrice in LEs so ein bisschen das gibt, was ich gerne mag. Das sieht man heute in meinem Gesicht, was ich sonst so gerne mag am Make-up. Ich weiß, dass das nicht das ist, was jeder mag. Und natürlich wird auch ein bisschen das auf den Markt gebracht, was eben auch sich gut verkauft. Das ist ja auch alles total logisch. Aber ich habe mich zum Beispiel sehr über die Meta Face Limited Edition gefreut, die dann doch sehr farbenfroh war für Catrice Verhältnisse, fand ich dieses Jahr. Auch wenn es jetzt nicht meine Lieblings-LE war, fand ich das toll, dass die gemacht haben. Und die Weihnachts-Limited Edition greift so ein bisschen da das auf, was ich gerne sehen möchte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Hoffe natürlich auch wie immer als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Los geht's! Ein Video zu diesem Look hier ist übrigens auch schon auf meinem Kanal online. Und zwar geht es dabei um die Emily in Paris Limited Edition von Revolution. Schaut da also einfach sehr gerne vorbei, falls ihr euch für diesen Look interessieren solltet. Farbtechnisch passt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut zu der Palette, die es in der Limited Edition geben wird. Magic Christmas Story nennt sich die Limited Edition von Catrice übrigens. Aber Moment, erstmal, wann wird das Ganze für euch erhältlich sein? Ab Ende Oktober wird es auch hier die Weihnachts-Limited Edition geben, also genau wie bei Essence, die nämlich jetzt auch gerade im Handel schon erhältlich ist. Falls ihr wissen wollt, welche Produkte das sind, ohne in eure Drogerie zu laufen, schaut sehr gerne bei meinem Limited Edition News Video für die Essence Weihnachts-Limited Edition vorbei. Also wir werden das Ganze jetzt schon ganz bald erwarten dürfen, beziehungsweise vielleicht ist es auch beim einen oder anderen tatsächlich genau jetzt, wenn dieses Video online geht, auch schon da. Catrice meets der Nussknacker ist hier so auch das Thema. Es erzählt so die ganze Geschichte vom Nussknacker. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht auch als Ballettaufführung oder so. Jedenfalls die Geschichte von Clara und dem Nussknacker. Und jetzt kommen wir zu der Palette. Und zwar hat die außen so ein richtig schönes Design, was wir auch schon mal von Revolution so gesehen haben. Da gab es mal einen Highlighter, der auch so dieses Glitzer außen hatte. Und dann ist eben dieser Nussknacker dort noch drin in Gold. Und ich finde es unfassbar schön. Ich werde mir die Palette auf jeden Fall kaufen. Sie ist mit 10 € auch schon teurer. Aber sie spricht mich einfach total an. Und ich bin sehr gespannt, wie die Lidschatten auch performen werden. Werde ich damit sowas kreieren können, was ich jetzt gerade auf meinem Auge habe? Denn es sind auch Blau- und Lila-Töne enthalten. Wir haben aber auch ein wunderschönes Gold. Wir haben ein so tolles Terrakotta-Orange. Ich finde es wunderschön. Das Terrakotta, das Altrosé und das Nachtblau sind die matten Töne der Lidschattenpalette. Alle anderen sind Schimmertöne. Und ich bin wirklich mega gespannt, was ich damit schminken kann. Ich finde, die matten Farben sind schön gewählt. Allerdings ist es natürlich so, dass wenn man es richtig dunkel haben will, dass man immer mit dem Blau abdunkeln müsste. Und die Frage ist natürlich, ist das Ganze fleckig oder nicht? Lasst mich auch hier sehr gerne in den Kommentaren wissen, was ihr gerne von mir getestet haben wollen würdet aus der Limited Edition. Denn die Produkte sind ja auch ein bisschen hochpreisiger. Und wir können zusammen schauen, ob sich was lohnt oder nicht. Und ich teste das Ganze dann für euch. Ihr müsst mir nur verraten, was euch interessiert. Ich gehe dann nach der Masse. Außerdem gibt es aus der Magic Christmas Story eben auch diese Cheekleiter. Einmal in der Variante 01 Mother Ginger. Und hier haben wir eben so einen Champagnerton und haben diese Applikationsform des Schwämmchens und der Tube zum Rausdrücken. Das hatten wir auch zum Beispiel in der Sister Love Kollektion, wo es das dann mit Cruella de Vil und mit Maleficent gab. Diese Art von Highlighter, das ist so ein bisschen, ich glaube, Charlotte Tilbury kann es sein. Ich weiß es nicht. Ich habe High-End-mäßig da nichts. Und es gibt noch die Farbe 1002 Sugar Plum Fairy. Ich finde es halt auch schön, dass es wirklich angelehnt ist auch an die Charaktere, die es eben in der Geschichte der Nussknacker gibt. Und wir haben auch hier dieses tolle Design mit dem Nussknacker drauf. Ich finde das echt, das ist schon ein Hingucker. Ich denke mal, da weiß ich nicht, ob ich da unbedingt auch was brauche, weil ich halt wirklich von Maleficent diesen Highlighter noch habe. Aber mal sehen. Außerdem gibt es drei traumhaft schöne Lippenstifte. Also,
Ich finde es wirklich wunderschön. Wunderschön, das sind Ultra Satin Lipsticks. Die letzten Ultra Satin Lipsticks, die ich von Catrice gekauft habe, waren ziemlich schmierig. Also die waren eher so glossy als wirklich Satin. Und ich mag nicht so gerne diese ultra glossy Lippenstifte. Das ist mir einfach zu schmierig und ich mag es nicht so gerne. Aber auch hier, ich finde die Farben richtig toll. Wir haben als erstes so ein schönes Weihnachtsrot. Das passt einfach perfekt. Der Lippenstift setzt sich so auseinander, dass man eben den Nussknacker hat und dass es sich so aus zwei Teilen zusammensetzt und der trotzdem halt bestehen bleibt, wenn es geöffnet ist mit dem Deckel. So schön die Farbe 01 Celebration of Dances. Finde ich toll. Und was sofort mein Herz gestohlen hat, war definitiv Farbe Nummer 2. Ich bin gespannt, wie die in echt aussieht, weil ich finde, so vom Pressebild her ist es für mich die perfekte Mischung zwischen einem Rot-Braun und einem Berry. Für mich sieht es sehr besonders aus. Ich hoffe, dass es in echt auch so ist und nicht so ein klassischer Taupe-Berry-Ton dann ist, wenn man es in echt sieht oder einfach nur so ein Berry-Ton. Es ist die Farbe Pas de Deux und ich finde es einfach so schön, so schön. Also, Pas de Deux wird wahrscheinlich bei mir auf jeden Fall einziehen. Und dann gibt es noch Dancing Snowflake. Das ist die dritte Farbe. Ich glaube, die wird auch sofort ausverkauft sein, weil das Packaging einfach so, so schön ist und die Farbe halt so unfassbar neutral und nudie, dass die bestimmt halt eben sehr, sehr vielen Leuten für den Alltag gefallen wird und dann vielleicht so gedacht wird, ja, das ist vielleicht hier so ein bisschen teuer, das Produkt ist ein bisschen teuer, aber einen von den Lippenstiften nehme ich mir mit und dann vielleicht, ja, genau dieser Nude-Ton mit einziehen darf. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Außerdem gibt es einfach Nagelfolien. Falls ihr mich so über das Jahr jetzt so ein bisschen begleitet habt, wisst ihr, dass Nagelfolien total mein Ding geworden sind. Und ich habe wirklich super viel ausprobiert. Also ich habe einige Anbieter von UVG-Folien ausprobiert, wo Manicure bis jetzt ungeschlagen mein Favorit ist. Dann habe ich normale Nagelfolien ausprobiert und habe halt festgestellt, dass UV-Gel-Nagelfolien für mich einfach ein absoluter Gamechanger sind. Es hält bei mir so lange und es ist richtig toll. Normale Nagelfolien funktionieren für mich irgendwie nicht so gut. Jetzt gerade trage ich aktuell auch wieder einfach nur normalen Nagellack. Ja, ich finde die hier aber wunderschön und bin halt wirklich so gewesen, als ich das gesehen habe. Probiere ich es vielleicht einfach aus. Was ich toll finde, ist, dass 24 Folien insgesamt enthalten sind. Das heißt, ihr habt eben 12 Folien jeweils für eine Hand, um zu schauen, welche Größe euch gut passt. Ich habe das ganz oft gesehen, dass halt oft nur 16 Folien verkauft werden. Und dann finde ich es super schwierig, eine richtige Größe zu finden. Tatsächlich. Das Design ist wunderschön, total passend auch. So mit dem sternenhimmelmäßigen Gold und ach, sieht einfach so toll aus mit diesem Nachtblau. Ich lieb's. Ich lieb's auf jeden Fall. Und bin auch tatsächlich sehr verliebt in die Nagellacke der Limited Edition. Gerade auch der eine ist so unfassbar hübsch. Es ist so ein ganz, ganz tolles Nachtblau mit so ganz feinen Holo-Partikeln, die enthalten sind. Ich stelle mir das so richtig vor wie so ein Sternhimmel auf den Nägeln. Ich habe aber einen Nagellack, der auch von Catrice ist und so in diese Richtung geht. Deswegen werde ich ihn mir nicht holen, die Nummer 1001 Land of Snow. Dann gibt es auch noch Nummer 02 Claro's Adventures. Und hier haben wir eben so ein Gold, so ein Gold, so ein Grün-Gold. Wisst ihr, sowas, woraus Statuen sind, wenn sie Gold sind. Die wirken dann ja auch immer so ein bisschen leicht grünlich und ich finde, das ist hier so ein Statuengold. Und dann haben wir noch Land of Sweets und ein klassisches Rot. So ein Zuckerstangenrot. Das finde ich, kann man ganz gut zu diesem roten Nagellack sagen. Also für mich eine sehr, sehr schöne, stimmige, kleine Limited Edition und ich bin gespannt auf eure Gedanken. Lasst sie mir gerne in den Kommentaren. Lasst mich wissen, was ich testen soll. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!